Willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über den Release-Radar reden. Ich habe den mir ehrlich gesagt noch überhaupt gar nicht angehört. Ich bin jetzt mal hier auf Neuheiten für dich. Brandneue Musik von deinen Lieblingskünstlern. All Time Low, Some Kind of Disaster, Xenny, Hurricane, Maniac, Halsey, Forever We're Young. Da bin ich echt gespannt, wie das Lied ist. Und so weiter und so fort. Aber jetzt suche ich mal den Release-Radar. Und hoffe, dass das Video nicht einfach abgebrochen wird, wie sonst immer an Neuerscheinungen, wenn ich eine neue Seite aufmache. Ich habe hier oben extra mal Werbung reingebracht, schon mal reingeschrieben, einfach weil es einfacher ist für mich, das Video direkt vom Computer aus hochzuladen, als extra nochmal auf mein Handy zu packen und dort noch den... ist mir alles zu kompliziert, deswegen funktioniert das auch gar nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe mit dem täglich hochladen, weil das einfach immer sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber zurück zum Release-Radar. Hier sehen wir schon mal ein paar neue Songs bzw. Künstler bzw. Alben. Zum Beispiel der Soundtrack zu The Witcher. Ich habe wirklich erst eine Folge davon gesehen. Ich weiß, dass diese Serie unfassbar erfolgreich ist. Aber wir sind einfach irgendwie nicht da reingekommen. Music to be Murdered by habe ich schon mal reingehört. Auf jeden Fall, das Eminem-Album kam ja letzte Woche bereits. Wir haben jetzt den 26. Das Video lade ich am 27. hoch. Genau, an meinem Music Monday. Aber jetzt endlich. Release-Radar. Ich bin so gespannt. Ich habe ja auch die Aktivitäten an der Seite von meinen Freunden ausgeblendet, damit ich das Video tatsächlich so hochladen kann, wie es ist. Und ich höre rein, in der Hoffnung, dass ihr es nicht hört, genau. Und sage euch einfach so ein bisschen, wie es ist. Genau. Also, Will Young Forever. Ich bin ja großer Will Young Fan, falls ihr das wisst. Und ich muss sagen, ich liebe ja, es ist einfach seine Stimme, die mich total fasziniert. Das Lied ist wieder sehr mit Elektrobeats unterlagen. Aber es ist immer noch seine Stimme, die mich einfach nur fasziniert. Weiter geht's mit Tommy Sunshine, Disco Fries, Wong. Ich kann das gar nicht lesen hier. Was ist das alles? Jared Way? Oh mein Gott! What? Alter! Wie geil ist das denn? Okay. Oh mein Gott. Okay. Oh nein, oh, wie geil. Oh. Okay. Ah, das ist schön. Oh ja, das ist toll. Ihr wisst ja, dass ich großer My Chemical Romance Fan bin. Und deswegen ist das einfach alles für mich sehr, sehr spannend. Okay. Ich kann das Lied jetzt nicht die ganze Zeit hören, sonst nimmt das einfach zu viel Zeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Wow. Okay, weiter geht's mit Riverdale. Da kam ja am Donnerstag die neue Folge endlich nach der Winterpause raus. Puh, endlich, meine Güte. Und das Lied kam ja auch in der Folge vor. Obviously. Das haben die als Cheerleading-Song genommen. Es ist so seltsam zu reden und dabei die Musik zu hören. Das ist manchmal ein bisschen overlaid. Okay, weiter geht's mit Some Kind of Disaster. All Time Low habe ich euch ja vorhin schon mal erzählt von. Ist aber schön. Doch. Ich kann ja relativ schnell einschätzen, ob mir ein Lied gefällt oder nicht. Das ist doch, das ist cool. Golden Glow. Achso, wieder Melodie.
Ich weiß gar nicht, warum ich das immer noch kriege. Verdammt. Ich gar nicht. Okay, lese ich gerade die Häuser der Magie, die 12 Häuser der Magie von Andreas Duranik, lese ich gerade. Helluzine, Sunny, Xani wahrscheinlich. Ich glaube tatsächlich, dass das kein Cover ist. Sunny heißt das alias, gell? Ich glaube tatsächlich, dass es kein Cover diesmal ist, was seltsam ist. Gut. You should be sad von Halsey. Okay, ja, ist auch nicht schlecht. Ja, ist okay. Obvious, Diamond. Ah, okay, das ist auch cool. Kann ich aber schlecht sagen, woran mich das erinnert. Halt, Girl Alternative Rock. Not for nothing. Killer Cow. Killer Cow. Killer Cow. Killer Cow. Okay, ja, ich glaube, das ist auch cool. So, Last Resort. Wenn ich mich nicht irre, dann könnte es ein Cover sein von Papa Roach. Das ist mal Last Resort von hier in der Version von Barbie Sailors und Love and Babic. Ich bin gespannt, ob es wirklich das ist, was ich sage. Two Pieces. This is my last resort. Alles klar, das ist das. Aber ziemlich cool. Wenn ich eine Barbie lese, dann muss ich immer denken, dass es total harmlos ist, so friendly, aber es ist ziemlich rockig. Halt schon wie das Original, nur halt mit einer weiblichen Stimme. Ziemlich cool. Echo Ready for War, Autumn Kings. Oh, wow. Okay. Hat was von Fallout Boy. Meine Güte. Okay, nicht schlecht. Muss ich gleich safen. Sonst vergesse ich das. Okay, den Derek. Ach so, das ist ja. Was ist das? Derek Sanders? Den hier. Manchester? A Price Chorus. Sehr ruhig. Auf jeden Fall. Ah, okay. Sehr ruhig, aber sehr schön. Doch, gar nicht so schlecht. Easier, Viridian. Novella, das Album. Okay. Ich will nachher nochmal auf dieses Album raufgehen. Falling in Love Will Kill You. Mal schauen, wie das ist, was das ist. Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Ich wusste gar nicht, dass Jared Way jetzt noch etwas Neues bringt. Wo ist doch eigentlich. Wo sie doch eigentlich auf Tour sind, wo er doch eigentlich auf Tour ist mit My Chemical Romance. Ja, da ist das sehr seltsam. Okay. By the way, das Lied ist auch nicht schlecht. Okay. Tom Sawyer, Metal Version. Tom Sawyer, Tom Sawyer. Von Leo. Tom Sawyer. Hat auch wieder was vom Papa-Wort. Ich weiß auch nicht. Okay, Tom Sawyer. Kenne ich das? Ich weiß nicht, ob ich das kenne. Ich kann es nicht sagen, ob ich. Metal-Version. Wenn das eine Metal-Version ist, dann muss das ein Cover gewesen sein. La 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 la. Is a dirty you. Okay, es fängt an mit Trumps. Ah, jetzt okay. So, Kingdom of the Sun. Sammy Bowler. Boller? Okay.
Immer noch keine Stimme? Egal, was ich drücke, es kommt keine Stimme. Auf jetzt. Ist das überhaupt eine Stimme? Ich glaube, das ist nur Metal. Also Gitarrenriffs und so. Ich glaube, das Ding hat überhaupt keine Voice. Okay, ist Dolan Sister. Okay. Von Janus. Janus. Keine Ahnung, ich kann das nicht einschätzen, das Lied, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Jetzt ist es so ein bisschen heil dabei. Ich weiß es nicht. Snake, Half-Lies. Also ich habe mir diesmal tatsächlich überlegt, dass ich den Release Radar live quasi mit euch höre. So. Weil es einfach interessant ist, auch mal zu sehen, ja, wie hier bei dem Lied mit Jared Way. Das war ja, mein Gott. Okay, Snake. Ich mag Half-Lies, tatsächlich. Ich habe schon einige Lieder von denen überall mal auf den ganzen Playlists hier drauf gemacht. Ich kriege ganz gerade Nachrichten. Warum kriege ich denn Nachrichten? Okay. Oh. Ja. Okay, meine Freundin hat mich gerade gefragt, hat mir gerade mitgeteilt, dass ihr Mann kein Problem hat, dass wir auf das Green Day Konzert im Juni gehen. Und zwar findet das in Wien statt. Es ist natürlich ein bisschen weiter weg von uns, aber es ist Green mit, Green Day mit Visa und Fall Out Boy und ich kann auf das Konzert gehen und ich bin so happy. Und ja, jetzt haben wir ja, jetzt ist die Frage natürlich da, wo wir wohnen wollen, ob wir das Hotel nehmen am Bahnhof oder in der Nähe vom Stadion. Ist natürlich schwierig. Stadion. Ja, und ich bin echt jetzt happy, dass das klappt. Das ist, haben wir uns diese Woche mal spontan überlegt. Und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, dass wir doch mal einfach gucken könnten, so in den näheren Ländern, wie das ist, wie die Tickets sind. Und tatsächlich ist Wien gar nicht so teuer. Da wäre Berlin teurer gewesen mit den Green Day, Fall Out Boy, Visa Tickets. Und in Berlin ist Fall Out Boy nicht dabei und ich liebe Fall Out Boy. Sehr cool. Wow, das ist so mega. Das ist echt mega. Das ist echt mega Hammer. Boah, ich kann gar nicht. Okay, Blinding Lights, Rising Insane. Ich habe jetzt nun schon eine Weile gehört. Ich glaube, ich bin gar nicht mehr so weit vom Ende entfernt. Das ist gut. Okay. Gone Away. Know Me. Okay. Oh! Okay, Moment, ich kenne das Lied. Ich kenne das Lied. Ich weiß, was das ist. Ich komme nur nicht drauf, weil ich das kenne. Okay, warte mal. Ich weiß nicht, woher ich das kenne. Ich kenne das Lied. Ich weiß nur nicht. Aber... Doch, ich kenne das Lied. Das ist... Ihr kennt das auch. Gone Away. Ah! Mann. Ich guck gleich mal. Oh, ich weiß, woher ich das kenne, aber ich komme nicht drauf. Mann, das ärgert mich.
So, das nächste Lied ist Blue Romance Make Out Monday. Passt ja zum Montag jetzt, Music Monday. Ja, ist okay. Infinitive, Silverstein, Aaron Gillespie, what? Okay, es macht für euch wenig Sinn, wenn ich mal Pause mache, weil ihr ja eh nichts hört. Das Ding ist halt einfach, ich darf die Musik ja nicht hier wirklich reinspielen. Das ist ja das Ding, ne? Also es wäre ja cool, wenn ich so ein paar Auszüge davon bringen könnte, aber es ist mir einfach zu risky, ganz ehrlich. I gave it all. Ends with a bullet, okay? I gave it all. Fängt so episch an. Okay, hört sich so ein bisschen an wie ein Highlander. Don't miss me. What? Und okay. Marina's Trench. Okay, das ist cool. Okay, das ist nice. Hört, guckt euch mal meine Playlist Januar 20 an. Also Jan 20. Dann findet ihr jetzt auch einige aktuelle Lieder. Na, Sir. Na, Sir. Underwater, Fight the Fate. 17 Minuten. Okay, auch nicht schlecht. Okay, Survival Tactics, Trevor Morris ist natürlich vom Viking Soundtrack. Klar, ist ja jetzt auch wieder eine neue Folge rausgekommen. Und apropos Vikings, habt ihr eigentlich Star Trek Picard geguckt? Kam ja am Freitag die allererste Folge von der Staffel. Ich fand sie mega, mega cool. So, es ist natürlich nur Melodie. Klar, First to Eleven. Ja, Just a Girl ist natürlich von Gwen Stefani, beziehungsweise halt ihrer Band No Doubt. Klar. So, ich wollte jetzt nochmal gucken, und zwar Gone Away. Away. Ich weiß nämlich echt nicht mehr, von wem das war. Echt? Kannte ich das davon? Five Finger Death Punch? Kannte ich das davon? Ernsthaft? Na, auf, ich will es hören. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Offspring! Oh Mann! Natürlich! Boah! Ich. Oh. Eieiei, ich stehe aber auch auf dem Schlauch. Natürlich, aufspringen. Klar, wie konnte ich das denn? Also, ich wollte jetzt nochmal das letzte. Meine letzte Aktion für heute. Quasi. Falling in Love Will Kill You. Okay, was ist das? Was ist das? Jared Way. Ja, ich weiß. Aber was ist das? Woher kommt das Lied jetzt auf einmal? Happy Together, Ray Toro. Ja, das ist ja von seinem bei Chemical Romance Typen. Hazy Shade of Water kam auch letztes Jahr. Baby, ja, das kam alles letztes Jahr. Also bis auf Border. Ach Mann. Very, very strange. Was ist das nur? Konzerte. Diesen Künstler sind keine Konzerte bekannt. Ja, nie ist klar. Ist already klar. Okay, aber das Lied ist cool. Also, dann bin ich jetzt diesem Geheimnis auch auf der Spur gewesen.
Aber wer ist dieser Tommy Sunshine? Ich weiß es nicht. Wer ist das? Okay, der macht anscheinend. Der hat mit Moby gemacht. Okay. Very, very strange. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht. Okay, ihr Lieben, das war's an dieser Stelle mit diesem Video. Es ist relativ lang geworden, aber ihr kennt das ja nicht anders. Ich habe euch ja auch einige Songs vorgestellt. Demnächst geht es hoffentlich weiter, auch mit meinem Best-of 2019. Da bin ich noch dabei herauszuhören. Ich brauche noch ein Lied von Februar und dann noch zwei Lieder von März und so weiter und so fort. Und das dauert einfach lange. Aber jetzt kommt nochmal ein Best-of von 2018. Einfach, ja, um zu sehen, was ich da alles gehört habe, falls es euch interessiert. I don't know. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine. Bye.